Ich stelle euch das Buch vor, Elfi einfach phänomenal von Christina Wolf. In dem Buch geht es um Elfi, die an einem Freitag, den 13. totales Chaos hat. Erstmal steht sie auf mit dem Mund offen und ihre Katze liegt auf dem Gesicht, also Katzenhaare im Mund. Und dann auch noch in der Schule muss sie schnell einen Zettel runterschlucken, bevor die Lehrerin liest und sieht, dass ihre beste Freundin in einen anderen Lehrer verknallt ist. Und ja, es endet schließlich damit, dass sie in einem Planetarium ohnmächtig wird. Und die Ursache dafür ist, dass sie auf einmal zu einer Fee geworden ist. Und ja, sie ist die 13. Fee des Berliner Feenzirkels. Und natürlich ist die Prophezeiung, dass immer eine 13. Fee Unglück bringt. Deswegen ist der Feenzirkel nicht ganz so begeistert. Und jetzt muss sie auch noch in eine Feenschule gehen. Das heißt immer montags, mittwochs und freitags noch zusätzlich Schule. Davon ist sie natürlich auch ganz begeistert. Und im Buch geht es halt um Freundschaft, Liebeschaos und natürlich auch Schulchaos. Also sehr amüsant und auch nett geschrieben und spannend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.